Alles klar, jetzt aber ganz schnell, bevor die Sonne uns alles wegblendet. Ist ja schon so 3:30 oder so, keine Ahnung. Ich muss jetzt echt Gas geben. Das ist jetzt das D-Modell von diesem 3-in-1-Set. Nach dem C-Modell, also nochmal, das ist das A-Modell. Das ist das B-Modell. Jetzt habe ich alles übereinander. Das ist gar nicht gut. Das ist das C-Modell. Und das ist das D-Modell. Das habe ich jetzt hier aufgebaut. Das ist natürlich nicht so perfekt jetzt, aber wir können uns trotzdem mal die Sachen anschauen. Ich habe immer noch einen Kassenzettel in meinem, weil ich habe es noch nicht geschafft, ihn zu entsorgen. Und ich hoffe sehr, dass man die aufgebauten Sachen noch nicht sehen kann. Nein, kann man noch nicht sehen, so auch nicht. Alles gut. Ich will es euch ein bisschen geheim halten, damit das wirklich neue und interessante Videos werden können. Damit ich nicht schon wieder Sachen vorweg spoiler, wie gestern zum Beispiel, habe ich, nachdem das Video, was habe ich gestern hochgeladen? Was war denn das? Was das? Habe ich das gestern hochgeladen? Ich glaube schon, oder? Ja, das habe ich gestern hochgeladen, genau. Ich habe gestern, nachdem ich das Video hochgeladen habe, erstmal diesen Polybag gebaut. Der steht hier. Das ist der andere Polybag, den dürft ihr ruhig schon mal sehen. Und aber den anderen, den habe ich hier stehen. Den zeige ich euch aber noch nicht. Den habe ich hier. Hört das Geräusch? Das ist es. Also, ich habe es hier stehen, ja. Ich zeige es aber noch nicht. Das schauen wir uns zum Sonntag an. Und, aber das Polybag, dieses hier, das ist doch eher sowas wie dieses 4-Plus-Set. Ist die Seite ja schon, ne? Da hinten kann man es vielleicht sehen. Einen Karton davon habe ich jetzt gerade nicht. Hier rumstehen. Ich glaube, ich habe einen Karton schon weggepackt. Ich habe auch sonst nichts. Ich verlinke euch das 4-Plus-Set, weil es ist geil. Und das kann man damit sehr gut vergleichen. Das schauen wir uns aber am Sonntag doch mal genauer an. Danach, nach diesem Polybag, habe ich auf alle Fälle erstmal was gebaut? Genau, das Polizeiautochen habe ich dann nachgebaut. Das steht da hinten schon bereit und freut sich auf nächste Woche Dienstag, weil dann ist exakt eine Woche her, wo ich das gebaut habe und dann. Das ist so geil! Dazu später mehr nächste Woche, aber meine ich und nicht später, sondern nächste Woche mehr dazu, aber. Zu meiner Freude dazu. Aber erstmal danach, nach dem habe ich was nochmal gebaut. Ich muss gerade überlegen. Danach habe ich, nach dem habe ich den Haifisch zerlegt und das D-Modell davon gebaut. Das ist A-Modell, das ist B-Modell, das ist C-Modell, das ist D-Modell. Das habe ich jetzt hier stehen und dazu gleich mehr. Und danach habe ich, ich wollte es eigentlich da stehen lassen, ne? Aber konnte man schon sehen? Nein, ich hoffe nicht, zum Glück, ey. Danach, zum Schluss noch, habe ich den gebaut, also das Schlauchboot davon. Ich zeige es euch mal ein bisschen größer. Den habe ich jetzt. Ist es das? Ja, es ist es. Von hinten ist Schlauchboot. Von vorne ist es. Das habe ich da stehen. Das steht da. So hört sich es ein wenig schief, weil es hätte keine Räder. Das Polybag hat ja Reifen und Räder. Darum.
hört es sich ganz weich an. Wenn ich das wenn ich damit rumhopse, dann hört sich so an. Das Schlauchboot, wenn ich das schiebe, hört sich das so an. Und wenn ich damit rumdotze, hört sich das so an. Das habe ich schon gebaut, aber das schauen wir uns dann an. Das habe ich als letztes gestern gebaut. Heute habe ich noch von City die Straßenwalze gebaut, gekauft, meine ich, noch nicht gebaut. Das baue ich jetzt gleich nach dem Video auf die Straßenwalze von City. Und was habe ich dann noch gestern gemacht? Ja, genau, beim Bau. Jetzt kommen wir zum Set. Beim Bau dieses Sets muss ich ja digital bauen, weil. Da und ja, darum. Und die Krabbe musste ich auch zerlegen, so ein bisschen. Und die Beine, also ein so ein Beinteil musste ich umdrehen, damit ich da eine Qualle draus machen konnte. Ich glaube, das soll eine Qualle sein, denke ich mal. Sieht zumindest so für mich aus. Die Balljoints sollen vielleicht so Augen sein oder so. Gemutmaßte Augen einer Qualle, weil keiner weiß, ob Quallen überhaupt sehen können. Woher wissen Menschen überhaupt, dass Tiere sehen können? Also, woher das Wissen? Nur weil die Augen haben, können die sehen oder was? Ich weiß es nicht. Rein theoretisch ja, aber das ist ja auch noch nicht bestätigt, oder? Ich weiß es nicht. Glaub mal. Und auch diesmal habe ich mir wieder viel Mühe gegeben. Da halten zum Glück die Clipsteile von den Beinen von dieser Qualle da. Sollen ja Tentakel darstellen eigentlich, weil es soll eine Qualle sein. Scheinbar. Das hält zum Glück das Gewicht davon. Klar ist es nicht viel. Entschuldigung nochmal. Klar ist es nicht viel, aber trotzdem hätte ja sein können, dass es trotzdem nicht hält. Aber. Ja, es ist schon nicht so einfach, das so zu positionieren, wie es da abgebildet ist. Das ist schon eine Arbeit. Beim Bau davon habe ich einen Fehler gemacht. Ich wollte heute eigentlich erst schon darüber meckern, was die sich dabei gedacht haben, noch eine weitere dunkelblaue 1x2-Platte zu verbauen, die es da drin nicht weiterhin gibt. Und da ist mir der eine Fehler gerade aufgefallen, wo ich nochmal nachkontrolliert habe vom Video und vom Titelbild, vor allem selbstverständlich. Es war gestern als letztes, als vorletztes eher im Dunkeln. Da habe ich erst gedacht, dass das Dunkelblaue da unten zwischen das Weiße und das Rote da. Ist da sonst noch was Weißes? Nö, nicht. Dazwischen das weiße Formteil und diese rote Platte da, dieses dunkelblaue da. Ich dachte erst, das wäre auch so eine 1x2-Platte. Aber gerade beim Nachschauen habe ich gesehen, das ist keine 1x2-Platte, sondern eine 1x2-Jumperplatte. Und da ist mir aufgefallen, weil ich habe da. Zur Not, da hinten kann man das sehen, ja, da, ja, jetzt die Sonne, ich muss mal ein bisschen dunkler machen. Nein, ich muss da dunkel machen. Und da hell, jetzt kann man es besser sehen. Die sind immer noch da. Ich krieg echt unendliches Glück in 2 Wochen oder so. Vielleicht mehr Geld, ich weiß es nicht. Was blendet denn da so? Ist es die Anleitung? Irgendwas. Nein. Da ist reflektiert. Natürlich reflektiert Metall am stärksten. Was für eine Frage, ey. Also, ganz ehrlich. Da hinten habe ich zur Not dunkelblaue 1x1-Platten verbauen müssen. Aber mein Fehler, da hätte eine, habe ich ja gerade schon gesagt, eine dunkelblaue 1x2 Jumperplatte hingemusst, damit
da eine dunkelblaue 1x2-Platte normal dahin kann. Und das habe ich gerade vor Titelbild und vor Aufnahme alles noch korrigiert. Und da sieht man schon lustige Befestigung. Das ist so gegensätzlich. Oben ist da ein Balljoint, da ist ein Clips. Und dann natürlich umgekehrt, weil sonst kann es ja nicht zusammengehen, ist ja klar, ne? Und auch da mal wieder schauen, so Noppen raus, das. Ja, keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, ob die Pupillen da, also diese weißen Punkte, sind es Pupillen oder keine Ahnung, was das sein soll, oder es sind Reflexionen, ich weiß nicht. Die sollen auf dem Bild, sehe ich immer, dass die an einer Seite mehr dran sind als an der anderen Seite, aber wenn ich es mir so in echt anschaue, ja, so eine Kamera, da sehe ich auch einen Unterschied, aber wenn ich mir so in echt anschaue, dann sehe ich keinen Unterschied, da sind meine Augen zu schlecht für. Also, ich weiß nicht, was nur los ist mit mir, aber irgendwie, was ist das für eine Anleitung? Ach so, das ist ja, ich muss noch, na, das macht man gleich. Erstmal die Funktionen. Wir können das Maul auf und zu machen. Die Zunge wurde dafür nicht verbaut, aber das sieht man auch schon am Bild davon, dass da keine Zunge verbaut wird, so eine pinke, sondern so eine weiße Zunge oder was auch immer. Auf alle Fälle so eine gewölbte Runde. 2x2 Fliesenplatte invertiert, also mit Noppen anstelle von mit Noppenaufnahmen. Dann können wir den Kopf noch bewegen, die Flossen und jetzt kann man aber nichts mehr sehen, so wirklich. Muss man schauen, das richtige Licht hinzubringen. Dann können wir noch den Schwanz bewegen. Da wurde halt eben die Baseplate von der Bay da. Baby, was labert der da? Ja. Also was laber ich jetzt hier? Ich sag die ganze nur Baby, was will ich? Mit Baseplate von der Bay meine ich das da. Die Baseplate von der Bay. Also die Basisplatte von der Insel auf Deutsch. Auf Englisch hört sich so geil an. So alles gleich. Baseplate von der Bay. Geil. Und daran, ja. Das ist alles, was der kann. Weil eine Qualle, ja. Alles, was eine Qualle können muss. Klare Sache. Wir vergleichen morgen das Ganze noch mal ein bisschen besser. Ich glaube eher, das soll kein Delfin sein, sondern ein Tümmler, denke ich mal. Weil ein Delfin, oder ist ein Tümmler auch ein Delfin? Ich weiß es nicht. Weil da ist so eine, so wie da auch, ich weiß auch nicht, aber ich habe deine Einleitung gesehen. Vielleicht finde ich die wieder. Na, es ist die nicht. Habe ich die da wieder mit rein? Ich glaube schon, oder? Ich muss mal kurz schauen. Ich schau mal bei Technik, ob da. Nein, genau, den habe ich, den schauen wir uns irgendwann an. Den dunkelgrauen Pickup, den. Vielleicht finde ich den noch irgendwo, weil der gefällt mir auch irgendwie. Polizeiautochen habe ich ja schon aufgebaut. Habe ich ja schon gesagt. Den roten Hubschrauber, den habe ich nicht gesehen. Und ja, das ist das, was man in Kombination mit dem Pickup machen kann. Das war auch damals schon mit dem. Wie, nicht Speed Champions, wie heißt denn das? Mit auch nicht Stunts, boah,
Ich muss mal nachschauen. Weil es fällt mir jetzt nicht ein, wie Racers, genau Racers. Bei den Racers war es ja auch schon so. Aber das ist bei Technik, das ist ja kein Technik, sondern Racer. Das ist ein Racer, weil Pullback. Und da ist es egal, ob der jetzt, ob es aus Technikteilen gebaut wird oder aus Systemsteinen gebaut wird. Das ist aus Noppenbausteine. Das ist so egal. Das ist und bleibt ein Racer. Eigentlich ist es ein Pullback, wenn überhaupt. Aber kein Technik, nur weil es aus Technikteilen gebaut ist. Das ist einfach überhaupt nicht gerechtfertigt. Weil, dass da auch nicht mal was mit Pullback steht. Doch, da steht's drauf. Zum Glück, ey. Ich wollte gerade schon, aber noch gerade so gut gelaufen. Alles gut. Aber zu denen kommen wir dann nächste Woche noch. Dienstag. Und ich baue den Tümmler. Ich glaube, dass es ein Tümmler ist. Oder was auch immer das sonst sein soll. Den baue ich jetzt dann gleich um zum Delfin, weil da habe ich einen. Irgend so ein Mensch hat auf YouTube so einen Mock hochgeladen, den ich werde den jetzt zerlegen und daraus einen Delfin machen, der genauso aussehen wird und gebaut sein wird wie diese Delfin. Und dann können wir noch mal ein bisschen besser vergleichen. Bis dahin erstmal, jo. Ciao, bis morgen.